Naughty Dogs Uncharted-Reihe wird bekanntlich bald über die große Leinwand flimmern. Jetzt schickt das Studio die nächste Spieleverfilmung ins Rennen. The Last of Us wird verfilmt. Als Produzent springt Sam Raimi ein, bekannt für die Spider-Man-Filme der frühen 2000er und die Tanz der Teufel-Reihe. Drehbuchautor wird der Creative Director von The Last of Us selbst, Neil Druckmann. So soll gewährleistet sein, dass der Film dem Original treu bleibt. Feste Schauspieler für die Hauptrollen gibt es noch nicht. Aktuell wird aber mit Maisie Williams für die Rolle der Ellie verhandelt. Kennen werdet ihr die junge Schauspielerin als Arya Stark aus Game of Thrones. Laut Raimi wird es allerdings noch einige Jahre dauern, bis der Film schließlich in die Kinos kommt. Xbox-Nutzer bekommen in Zukunft die Möglichkeit, Mitglied von EA Access zu werden. Dabei handelt es sich um ein Abo-Modell, das Spielern für 3,99 € im Monat unbegrenzten Zugriff zu den großen Marken von EA gewährt. Außerdem gibt es 10% Rabatt auf digitale EA-Inhalte und Zugriff auf bestimmte Spiele 5 Tage vor offiziellem Release. Zu Beginn erhalten EA Access-Mitglieder Zugriff auf Madden NFL 25, FIFA 14, Battlefield 4 und Peggle 2. Das Modell ist Xbox-exklusiv, weil Sony das Ganze für die PlayStation ablehnt. Es sei nicht genug Mehrwert für den Konsumenten, so ein Sony-Repräsentant. Das deutsche Studio Black Forest Games arbeitet derzeit am erfolgreichen Kickstarter-Projekt Dieselstürmers. Das Projekt ist bereits via Steam Early Access spielbar, soll aber erst 2015 erscheinen. Der ungewöhnliche Name des Titels scheint aber jetzt ein Problem zu werden. Die italienische Modemarke Diesel hat die Entwickler aus Duisburg verklagt, da Namensrechte verletzt würden. Diesel hat sich die Markenrechte in vielen Bereichen gesichert, unter anderem eben auch als Videospiel. Die Black Forest Games sehen das Ganze gelassen und lassen sich nicht einschüchtern. Dann hoffen wir für Dieselstürmers, dass das gut geht. In den vergangenen Wochen haben wir bereits ausführlich über die Probleme beim deutschen Entwicklerstudio Crytek berichtet. Eine Konsequenz der finanziellen Probleme wird nun deutlich. Crytek hat die Homefront-Marke samt Entwicklerstudio Crytek UK an Koch Media verkauft. Aus Crytek UK wird nun Deep Silver Dambuster. Dort setzt man die Arbeiten an Homefront Revolution fort. Auf der San Diego Comic-Con gab es endlich mehr Infos zum nächsten Teil der Mass Effect-Reihe. BioWare gab bekannt, dass die Handlung des neuen Spiels zu Lebzeiten von Commander Shepard spielen wird, es sei aber unwahrscheinlich, dass man Shepard auch wirklich im Spiel trifft. Dafür sollen andere Charaktere aus der Mass Effect-Trilogie Gastauftritte bekommen. Der Fokus des Spiels wird zudem auf dem Erkunden neuer Planeten liegen. Der Marco als Fahrzeug wird ebenfalls zurückkehren. Multiplayer wird auch wieder ein Teil vom neuen Mass Effect werden, allerdings konzentriere man sich mehr auf Koop-Elemente und weniger auf die kompetitive Seite des Spiels. Wir sind gespannt. Und noch etwas in eigener Sache. Passend zum baldigen Start der Gamescom 2014 haben wir ein Gewinnspiel für euch. Meldet euch dafür einfach bei giga.de/games an und sammelt fleißig Punkte. Etwa für das Lesen einer Gamescom-News, die Teilnahme an einem Quiz oder das Anschauen unserer Gamescom-Videos. Jede Option bringt euch Punkte und damit näher an den Gewinn. Unter allen Teilnehmern bis zum 17. August verlosen wir eine von insgesamt 7 brandneuen Samsung SSD 850 Pro mit 256 GB Speicher und den normal Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das ist aber nicht alles. Wer bis zum 10. August teilnimmt, bekommt die Chance, Tickets für die Gamescom 2014 zu gewinnen. Wir verlosen nämlich 3x2 Gamescom-Tickets für den bereits ausverkauften Messesamstag. Wer also noch an heiß begehrte Karten für die größte Spielemesse des Jahres kommen möchte oder eine der extrem schnellen Samsung-SSDs gewinnen will, sollte ganz schnell mitmachen. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung. Was gab es sonst noch diese Woche auf giga.de? Im Anime Awesome hat sich Robin Garden auf Worlds angesehen, Mats und Christine haben The Last of Us Remastered angespielt und im Independence Play zeigt euch Christine wieder die aktuellen Highlights aus der Indie-Welt.